Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Comic News. Wir reden heute über einen Film, den ich und viele andere Leute eigentlich verdrängen wollten. Justice League. Das Ende des DC Extended Universe. Der Film, der das Kartenhaus komplett zum Einbruch gebracht hat. Über den Film wurde letzte Woche so viel geredet wie über keinen anderen. Es war der Trend in Twitter. Ja, Zack Snyder hat dazu getwittert, Gal Gadot hat dazu getwittert, Ben Affleck, alle mit dem Hashtag Release the Snyder Cut. Und was dieser Hashtag zu bedeuten hat und was dieser Film bei mir ausgelöst hat und was da jetzt vielleicht als Wiedergutmachung kommen kann, darüber reden wir jetzt in einer kurzen Folge Comic News. Los geht's. Als der Film damals rauskam, war ich wirklich gehypt. Also wirklich. Boah, die Amazon auf ihrer Seite, wie geil. Ich hatte einfach Bock, die Charaktere aus den Comics zu sehen. Ich wollte die Justice League in Aktion sehen. Ich meine, ich wusste, dass das DC Extended Universe ein wackeliges Ding war. Ja, wir hatten mit Batman wie Superman einen Film, wo ganz viel falsch lief. Ja, dann kam Suicide Squad raus, den ich einfach, ey, noch schlimmer als Justice League eigentlich. Übel schlimmer Film. Dann, also es war 2016, kam Suicide Squad raus. Dann 2017 Wonder Woman. Ich war wieder dabei, ja. Alle Leute waren wieder, ja, da geht was. Ja, das DC Extended Universe ist noch nicht ganz tot. Ja, das ist, man kann da noch was retten. Und dann kam Justice League. Ich meine, schaut euch das an. Was ist das einfach? Oh mein Gott, das ist wirklich traurig. Man darf da eigentlich gar nicht drüber lachen. Also bei dem Film ist unfassbar viel schief gegangen. Ja, also mal ganz abgesehen von diesem CGI, da ist so viel schief gegangen. Und das hat alles damit begonnen, dass Zack Snyder die Produktion verlassen musste. Ja, er war wirklich voll dabei, er wollte das Ding durchziehen, er wollte ursprünglich sogar zwei Filme draus machen, hat sich auf einen beschränkt. Also er war voll committed. Dann ist aber was ganz Tragisches passiert, seine Tochter hat Selbstmord begangen und dann ist er logischerweise zu seiner Familie, hat sich da eben drum gekümmert und kann natürlich da nicht weiterarbeiten. Warner Brothers hat da dann die schlechtmöglichste Entscheidung getroffen und gesagt, alles klar, Zack Snyder ist raus. Was haben wir hier für einen Film? Nee, das taugt uns nicht. Joss Whedon, komm mal her. Joss Whedon, Regisseur von Avengers. Regisseur von Avengers Age of Ultron. Der kommt her und macht das Ding einfach zu einem Trainwreck, ja? Mehr Witz, Humor, lustige Szenen und Dialoge. Ja, wir geben Batman sogar Jokes. Wirklich, nichts triggert mich mehr als ein Batman, der Witze macht. Ey, boah, das ist das Schlimmste überhaupt. Und Batman ist in diesem Film jetzt nicht der Lustigste, aber er bringt die ganze Zeit irgendeinen lockeren Spruch und ey, es ist grausam. Also der Film ist einfach überhaupt nicht so geworden, wie er ursprünglich geplant war. Und Zack Snyder hat dann kurz nach Filmrelease schon damit angefangen, Behind-the-Scenes-Sachen zu droppen und hat das jetzt weitergemacht. Zum Beispiel hätte Darkseid im Film einen Auftritt gehabt. Der super wichtige Charakter Steppenwolf ohne Darkseid macht eigentlich gar keinen Sinn. Ja, und Darkseid war einfach nicht in dem Film. Genauso wie Cyborg keine Background-Infos bekommen hat, Flash eigentlich auch nicht. Ja, die hatten ja im Trailer sogar Szenen, die nicht im Film gelandet sind. Also es war fertig abgedrehtes Material, teilweise auch nicht, wie bei Darkseid, das ist alles nicht fertig. Aber Flash und Cyborg, da gibt es wohl Material und das ist alles nicht im Film gelandet. Und das kann einen Film tatsächlich ganz schön zerstören und wehtun. Das Ziel von Hashtag Release the Snyder Cut ist also genau das fertig zu machen. Ja? Dass Zack Snyder die Arbeit da aufnehmen kann, wo er sie beendet hat. Ja? Also Darkseid einbauen und so weiter. Das alles soll dazukommen und der Support ist wie gesagt unfassbar, also wirklich unfassbar groß. Aber das Studio, ja, die geben das Geld und die geben das Go. Und solange die nicht dahinter stehen, und das tun sie aktuell nicht, werden wir diesen Cut nie bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich den Cut überhaupt will. Ja, also ich schreibe mir da gerne eure Meinung in die Kommentare, weil ich bin auch echt auch bei dem Thema irgendwie voll zwiegespalten. Weil zum einen, klar, ich will natürlich einen geilen Justice League Film, das ist logisch. Ja. Ich liebe die Charaktere, ich mag die Comics, natürlich will ich einen guten Justice League Film. Ich weiß nur nicht, ob es wirklich Sinn macht, jetzt so viel Geld in die Hand zu nehmen, um das Ding, was ja schon veröffentlicht wurde, was schon die ganze Welt gesehen hat, das nochmal zu verbessern. Ja, weil wie weit kannst du es verbessern? Ja, wird es dann ein bisschen besser oder ist es wirklich ein komplett anderer Film? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Joss Whedon den Film so komplett geändert hat. Ja, vielleicht ist die Stimmung eine andere bei Zack Snyder, das kann ich mir durchaus vorstellen. Vielleicht erfahren wir mehr über Charaktere, aber die Story an sich, die wird ja gleich bleiben. Und die ist halt auch nicht besonders toll.
Also ich weiß wirklich nicht, ob es so viel geiler wird. Ich meine, wir hatten bei Suicide Squad einen Extended Cut. Wir hatten bei Batman wie Superman einen Extended Cut, ja. Das hat beides den Film nicht wirklich anders gemacht. Klar, die wurden besser. Ja, also ich finde wirklich, dass die Extended Cuts die Filme besser gemacht haben, aber nicht komplett anders. Und da habe ich echt ein bisschen Angst vor, dass es einfach nicht hundertprozentig funktioniert. Ja, und ich habe ein bisschen Angst um Zack Snyder, weil der Typ, ich mag ihn sehr, wirklich. Ich mag Zack Snyder sehr. Er hat mit 300, Watchmen und meiner Meinung nach auch Man of Steel echt gute Arbeit geleistet. Also gerade Watchmen und 300 sind überragende Filme. Ich finde aber Man of Steel sehr gut. Ich verteidige den immer wieder. Ich werde nicht müde, den zu verteidigen. Aber dass er jetzt das Ding nochmal anfasst, ich meine, er hat schon einen schwierigen Stand als Regisseur, er hat viele Hater, aber auch sehr viele Fans, ja, der bewegt sich immer in Extremen. Und das, ich weiß nicht, ey, ich finde, er sollte das Ding einfach nicht anfassen, ja, der soll ein neues Projekt machen, ja, mach einen neuen Film, mach einfach was wieder geil ist und dann kann man vielleicht irgendwann wieder auf Justice League zurückkommen. Aber jetzt, vor allem, wenn man auch mal das DC Extended Universe betrachtet, wo wir gerade stehen, ja, wir sind an dem Punkt, wo Filme wie Joker rauskommen. Das sind abgeschlossene Geschichten, kleiner gehalten, nicht mehr dieses große Universum-Blockbuster-Teamfight-Ding. Ja, nicht mehr diese Avengers-Marvel-Sache, sondern wirklich was Eigenes. Ja, da versucht man jetzt einen neuen Weg zu gehen, auch mit Shazam und so hat man das gemacht. Und jetzt wieder 2 Jahre zurückzuspringen. Ich meine, man springt nicht wirklich zurück, ja, aber so in der Öffentlichkeit, in der Wahrnehmung ist es ja schon so. Ja, du holst wieder Justice League her und so, die Leute werden drüber reden. Und wenn das Ding nicht sitzt, ey, dann hat DC wieder den Hate erstmal. Und da habe ich auch nicht so viel Bock drauf irgendwie. Ja, also keine Ahnung. Ich bin mega neugierig, ich wäre der Erste, der den Snyder Cut anschaut. Ich wäre sofort dabei, aber ich weiß nicht, ob es rauskommt. Und ob es dann auch gut wird, ist auch noch die zweite Frage. Ich bin echt auf eure Meinung gespannt und bedanke mich ansonsten ganz herzlich fürs Einschalten. Haut rein, Leute. Bis dahin und ciao.